Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Run. Dieses Mal schnappen wir uns den Eisernen und ich würde gerne mal schauen, wie viel Stärke ich zusammenbekomme. Aber ja, das ist halt wieder abhängig von den Karten, die wir letztendlich bekommen. Und deswegen, ich passe mich an. Ich möchte gerne auf Stärke gehen, möglichst viel Stärke, aber wir schauen dann mal, wie sich das entwickelt. Was haben wir denn hier? Wähle und erhalte eine Karte. Gegner 1 HP. Max TP plus 16. Verliere. Nee, Startrelikt will ich nicht verlieren. Das ist jetzt hier wieder die Frage. Was haben wir denn hier? Moment. Wir könnten da theoretisch zu einem Elite kommen, aber gerade am Anfang ist das halt mit dem 1 TP. Naja, halte ich nicht allzu viel von. Max TP plus 16 ist schon eine Ansage. Und ich glaube auch von den Auswahlmöglichkeiten hier. Eine Karte. Drei Kämpfe, Gegner haben 1 TP. Ist das wirklich die beste Option? Auch wenn wir einen Fluch bekommen, müssen wir noch ein bisschen Glück haben. Kann man nicht mehr als drei Karten spielen. Das ist natürlich nicht so toll. Gut, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir wollen wo lang? Wo wollen wir lang? Wir können also auch immer nur einen Elite-Gegner mitnehmen. Alles klar, das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich gehe hier rechts lang. Hier können wir die meisten Karten bekommen. Und da oben ist auch noch ein Shop. Da müssen wir uns erstmal mit der Karte soweit durchschlagen. Aber das sollte doch eigentlich kein großes Problem sein. Wir haben eh noch nicht so viele Energiepunkte, um mehr Karten zu spielen. Von daher nehme ich es mal gelassen an der Stelle. So. Was tun wir? Wir verpassen die einmal Schmettern und spielen einmal Verteidigen. Gut, du hast noch 14 Lebenspunkte, das heißt, es wird auch noch einen zusätzlichen Zug dauern. Ja, können wir auch noch so machen. Aber jetzt. Doch, der Fluch war gar nicht mal so schlecht. Eisenwelle, Verwüstung. Ich nehme es mal wieder gelassen. Gut, als erstes muss, glaube ich, hier. Ja, das ist ein bisschen. Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Machen wir das mal lieber so und so. Ach, ich muss mich wieder umstellen. Er kann ja ein bisschen Schaden abbekommen, weil er halt ja eh wieder weg. Ich habe den, glaube ich, auch schon etwas länger nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall mit 96 Lebenspunkten können wir schon arbeiten. Ja, doch. Das würde ich mal so behaupten. Einmal Schlag. Nochmal Schlag. So, noch zweimal Schlag und dann ist er Geschichte. Das passt dann auch schon mal wunderbar. Dann machen wir es halt so. Gut, Steroidtrank. Ja, kann situationsbedingt ganz gut sein. Und hier Knaufschlag. Ja, ist generell, gehört zu den Karten, zu denen ich eher hintendiere. Der Priester. Entferne eine Karte aus dem Deck für 50 Gold. Das ist doch mal eine Ansage. Gut, dann werden wir jetzt. Okay, wir können auch erstmal hier den Fluch rauswerfen, bevor ich das wieder vergesse. Das kommt ja ab und zu mal vor. So, du möchtest uns 11 Schaden verpassen. Das finde ich aber mal ganz schön doof von dir. Dann machen wir das so. Gut. Dann einmal verteidigen, einmal schmettern. Und nun, oh, das ist, sieht ja nicht so toll aus. Kriegen wir noch einen Angriff? Ach, schmettern, ausgerechnet schmettern.
Ausgerechnet die Karte, die wir nicht mehr spielen können von den Energiekosten her. Das war ja schon wieder ein super Timing. So, einmal verteidigen, einmal Knaufschlag kriegen wir jetzt nochmal. Nein, wir kriegen nochmal Schlag. Dann setzen wir an der Stelle nochmal nach. So. Ich nehme jetzt einfach den Steroidtrank. Was soll's? Machen wir das so und so und dann ist der Kampf auch schon zu Ende. Karte Entflammen, damit hätten wir dann schon mal Stärke oder Durchkämpfen. Aber zwei Wunden, nee, ich nehme mal Entflammen. So, ihr wollt beide angreifen, das finde ich natürlich mal total doof. Dann müssen wir halt in dem Zug komplett alles blocken. So, entflammen bitte. Ein Knaufschlag hinterher. Nochmal zuhauen und dann passt das schon. Entflammen ist jetzt nicht so stark, aber man kann damit schon arbeiten, würde ich einfach mal so behaupten. Ich bin verwickelt, genau. Es kommt in letzter Zeit irgendwie öfter. Vielleicht ist es ein Zufall oder die haben da wirklich was dran geändert. Bin da jetzt nicht so auf dem Laufenden, was die Patches angeht. So an kleinen Gameplay-Änderungen. Aber ich muss auch sagen, dieses Verwickelt kam am Anfang ganz schön selten. So, dann wird das wieder nichts mit Schmettern. So, einmal Knaufschlag. Und ach, das passt nicht. Gut, zweimal verteidigen dann halt wieder. Ist schon ein bisschen zäher an der Stelle hier. 19 und er will immer mehr Schaden machen. Ist gut, dann machen wir das lieber so. Bevor uns das irgendwann über den Kopf hinaus wächst. Kinnhaken ist definitiv eine Option. Ich würde sogar sagen, ja, wir nehmen das auch mit. Genau, dann haben wir einmal was, um unseren Schaden zu buffen und einmal, um den Schaden der Gegner zu verringern. Einmal Kinnhaken bitte. Ja, die haben wieder Artefakte. Da wollte ich schon erst sagen, das kommt ja gelegen, aber nee, leider nicht ganz so. Knaufschlag, nochmal Schlag. Sollte halbwegs vernünftig laufen, der Kampf. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so große Probleme bekommen werden. Zweimal verteidigen, warum nicht? Und einmal angreifen. So, mit etwas Glück können wir den hier gleich schon rausnehmen. Ja, ja, ne? Mit etwas Glück und so. Das war wohl nichts mit Glück. So, einmal Schlag. Schaden können wir zum Glück komplett blocken wieder. Und dann soll es das aber für ihn hier gewesen sein. Komm, muss ich jetzt wirklich zweimal Schlag benutzen? Gut, da waren es noch zwei. Kinnhaken ist auch ein bisschen doof an der Stelle. Wir haben jetzt hier nichts zum Verteidigen. Mal schauen, kriegen wir was? Nein. Gut, dann spiele ich einfach mal Kinnhaken aufgrund des Schadens. Weil das Artefakt bei denen entfernen lohnt im Prinzip nicht. Dafür haben die einfach zu wenig Lebenspunkte. Kinnhaken und Schmette, ja super. Einmal verteidigen und dann machen wir das so. Genau, dann ist auch schon der zweite weg. Da war es nur noch einer. Na, ja, verpassen uns doch ganz schön was.
Zwei Drittel der Lebenspunkte haben wir an einer Stelle noch. Benommen ist natürlich ziemlich nervig, der Statuseffekt. Vor allen Dingen, wenn es dann drei Gegner am Anfang sind, kriegen wir dann auf einmal so viel davon. So, gelassen nehmen. Läuft doch bis hierhin recht gut. Ob sich die Karte für zwei Stärke aber gelohnt hat? Ich tendiere eher zu nein, aber ich habe Stärke gesehen. Ich wollte unbedingt die Karte haben. Kunai. Ist okay, Zockergebräu. Ja. Kann funktionieren. In der Not. Und von den ganzen Sachen hier. Wilder Schlag. Ich möchte halt keine... Was haltet ihr eigentlich von Wilder Schlag? Das mit den Wunden finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, auch wenn das dann schon 12 Schaden sind. Aber da gibt es eigentlich bessere Karten, meiner Meinung nach. Aber was weiß ich denn schon? So, mal wieder so einer. Sollten wir auch relativ schnell dran vorbeikommen. Können wir dem jetzt auch mal hier so ein bisschen schmettern und so weiter verpassen. Machen wir das so, bevor er wieder selbst so viel Stärke bekommt. Gut, einmal entflammen. Einmal nehmen wir es gelassen und dann spielen wir nochmal Knaufschlag hinterher. Das wären dann 6, 12, 18. Das wird nicht reichen. Gut, dann zögern wir es noch. Dann zögern wir das noch etwas hinaus. Jetzt aber bitte. Einmal Schlag und nochmal Schlag. Schlag auf Schlag mal wieder. 17 Gold Geschicklichkeitstrank. Jetzt nicht so toll. Immer wenn du einen Status ziehst, ziehe eine Karte. Nee. Schweres Schwert. Möchte ja Richtung Stärke gehen. Wir haben ja schon eine Stärkekarte, von daher nehme ich einmal hier schweres Schwert mit. Ich will das mal ausprobieren. Da hätten wir sogar zwei Lagerfeuer, wenn wir da lang gehen würden. Ja, komm, warum nicht? Dann haben wir hier auch noch den Shop. Dann haben wir vielleicht einen Gegner weniger, aber das sieht bisher eigentlich ganz gut aus. Schwäche erkennen, das ist natürlich super. Oh, Dämonenform. Ja, will ich sofort haben. Kaufe ich. Ganz klar, dann kann ich zwar nicht mehr Schwäche erkennen kaufen, aber was soll's. Und auch, dann können wir auch sonst nichts mehr kaufen. Vielleicht einen Energietrank, aber nein. Dämonenform ist eigentlich schon der Jackpot, wenn man Richtung Stärke gehen will. Unisha Dodekaeda. Erhalte in einem jeden Zug, in dem du volle TP hast, Energie. Ja, doch, ist so ein Mittelding. Schmieden. Was wollen wir denn hier jetzt entflammen? Das wären dann nur drei. Also das lohnt nicht. Nee. Fünfmal. Das wäre natürlich, das wäre schon ganz schön krass. Und die anderen Sachen hier, Kinnhaken, die halten alle zwei Runden. Von daher ist das eigentlich genug. Ich buff mal hier. Ich werde mal schweres Schwert auf. Stärke beeinflusst, schweres Schwert fünfmal. Also das kann schon echt reinhauen. Wenn man genug Zeit hat. Wenn man sich genug Zeit erkaufen kann. Der man eigentlich keinen Schaden frisst oder so gut wie keinen. Okay, hiermit hat sich das Problem im Prinzip auch gelöst. Von selbst gelöst. Wir könnten natürlich auch das Zockergebräu nehmen. Gut, dann machen wir das halt mal so. Dann machen wir das doch mal so. Nehmen es mal gelassen und dann nochmal verteidigen. Ich wollte an der Stelle nämlich gar keinen Schaden mehr bekommen. Konnte man uns trotzdem noch mit ein bisschen Stärke buffen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. 16. Sonst noch Wünsche? Ich hoffe, wir bekommen gleich möglichst schnell wieder Dämonenform wieder.
Okay, einmal Knauschlag und nein. Dann halt zweimal verteidigen. Immer noch nicht. Wir nehmen es gelassen und spielen dann nochmal verteidigen und hauen dann nochmal mit Schlag zu. Oh wow, jetzt hätten wir... ich muss jetzt schweres Schwert spielen, um den Schaden abzuwehren. Ja, dann wird das wohl in diesem Kampf nichts mit der Dämonenform. Schade. Aber ist jetzt auch nicht so, dass wir die dringend brauchen würden. Gut. Einmal bitte Kinnhaken und dann nochmal einen Schlag hinterher. Aufschlag, ja, das reicht. Das reicht doch locker. 12 Gold, Explosivtrank ist ganz nett. Wir haben ja noch nichts, was so ein bisschen... Ja, was heißt ein bisschen? Wir haben doch kein AOE. Das, ich hoffe mal, wir bekommen noch vor der zweiten Ebene eine Möglichkeit auf Wirbelwind vielleicht. Und von den Sachen hier, nee. Nee. Das Lagerfeuer... Und mal schmieden. Was wollen wir denn mal schmieden? Kinnhaken, die Mondform wäre auch nur mehr Stärke. Von daher, im Skelersen wäre 3 Block mehr. Ist jetzt auch nicht so der Bringer, Brüller, whatever. Schmettern. Dann können wir mehr Schaden anrichten. Und dann durch die Mondform bekommen wir noch mehr Schaden. Ist das dann schon richtig super. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen doof. Ich möchte dich rausnehmen. Dafür spielen wir dann halt einmal verteidigen. Ah, tut jetzt trotzdem etwas weh. Da hätten wir jetzt mal ein Aue hier haben müssen. Ich glaube, da hätte schon kleiner für gereicht. Die Mondform, na super. Das ist vom Timing her momentan echt immer ein bisschen doof. Können wir nicht. Wir spielen jetzt einmal Kinnhaken und dann nochmal einen Schlag. Dann müssen wir halt so den Schaden etwas reduzieren. So, ich könnte natürlich den Explosivtrank nehmen. Ha! Hätte ich da mal dran gedacht. Gut, habe ich dran gedacht. Ein bisschen spät, aber besser als nie. Zockergebräu. Nochmal durchkämpfen. Nein, ich will nichts mit Wunden haben. Ich bin da kein Fan von. Liegt auch daran, dass ich halt einfach ein kleines Deck behalten möchte, um schnell die Dämonenform zu bekommen. Das ist auch schon wieder extrem blödes Timing. Machen wir das jetzt trotzdem mal so. Gut, das wären schon 24 Schaden, aber wir wollen erstmal dich da rausnehmen. Spielen wir nämlich einmal Kinnhaken. Dich können wir auch nochmal so hauen. Kieferwurm. Ah, 14. Einmal entflammen von mir aus auch noch. Und verteidigen. Zweimal. Also wenn wir beim Boss direkt am Anfang Dämonenform bekommen, dann haben wir leichte Karten. Verwüster. Nee. Ah, das ist jetzt schon ein bisschen doof. Das bedeutet für uns letztendlich, wir müssen halt schon es richtig timen. Wann wir angreifen und wann nicht.
ist halt immer dann die Frage, wann er sich denn teilt. So, als erstes mal Dämonenform, perfekt. Damit sollten dann auch die Blobs kein Problem darstellen. Gut, und dann möchte ich gerne nochmal schmettern. Den Knaufschlag hinterhersetzen. Wir sollten ihn schon recht schnell runterkloppen können. Das sieht doch schon mal super aus. 34, wird das reichen? Ja, das reicht sogar. Da waren es noch 46 Lebenspunkte. Gut, dann haben wir jetzt zwei mit 46 Lebenspunkten. Wenn wir gleich nochmal die Karte bekommen, die mit Stärke skaliert, dann sind die hier aber ganz schnell Geschichte. Passen wir beiden mal einen Schlag. Einen sollten wir gleich schon definitiv rausnehmen können. So, wir brauchen jetzt nur noch, komm, spielen wir mal in Flammen. Die Karte könnte ich aber auch genauso gut entfernen. Oder nimm's gelassen und wir bekommen vielleicht Schmettern. Okay. Nee, ich warte mal. Ich möchte schon wirklich sofort gleich einen Schleim rausnehmen können, ohne dass der sich dann nochmal teilt. Ja, super, jetzt wollen die beide so viel Schaden machen. Gut, du bist erstmal komplett weg. Dich hauen wir mal. Damit machst du dann, das ist eigentlich egal. Weil nach dem Kampf, wenn wir dann wieder zur zweiten Ebene kommen, sind wir eh, haben wir eh wieder volle Lebenspunkte. Also das ist schon in gewisser Weise ganz schön egal. Gut, dich können wir auch rausnehmen. Ist jetzt die Frage, wie wir das Deck noch gut ergänzen könnten. 63 Schaden schon. 5 Gold, eine Karte, Teufelsfeuer. Nein. Oh, Ekstase. Ja. Das könnte wirklich interessant werden. Gut. Rufglocke, weiße Bestienstatue, Snacko-Auge. Naja, weiße Bestienstatue dann natürlich immer. Tränke kann man nie genug haben, auch wenn es mittlerweile so viele sind. Wird doch zwischendurch auch mal was Gutes dabei sein. Hoffentlich. Aber das finden wir erst im nächsten Video raus. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.